Also, guten Morgen. So, hoffentlich seid ihr auf der Kieler Linux-Tage für Passwortmanager für persönliche Sicherheit und Datenschutz. Wenn nicht, bleibt vielleicht doch. Okay? Also, ich bin der Hans, bin Informatiker in den USA und ich mache auch Vorträge bei anderen Konferenzen in der nächsten Zeit, wenn ihr jetzt sehen wollt. Aber ich will aber mit was besonders wichtig anfangen. Ich bin kein Rechtsanwalt und ausdrücklich, ich bin dein Rechtsanwalt, nicht dein Rechtsanwalt. Wenn du irgendwelche Rechtsberatung brauchst, setz dich mit deinem eigenen Rechtsanwalt in Verbindung, bitte. Also. In Europa geht es doch besser wie hier in den USA. Aber mit der GDPR ist unser Begriff auf unsere eigenen Dateien erweitert. Es soll auch weniger persönliche Infos von Firmen gespeichert werden. Aber Firmen haben nicht plötzlich bessere Sicherheit. So die Infos, die die haben, ja, es ist immer noch nicht sicher. So, wieso brauchen wir dann die eigene Sicherheit? So Spectre Meltdown schon wieder. Fritz, Heartbleed, so LinkedIn schon dreimal eingebrochen. Matt Honan, die Name kennt ihr da wahrscheinlich nicht, aber wir kommen dazu. Jennifer Lawrence, Kate Upton, Rihanna, so vermaße Leute. Und das mit Matt Honan. So, das ist um die wahre Risiko für unsere Dateien. So Matt Honan war Reporter bei Wired Magazine und er hat eine kurze Twitter-Handle gehabt oder hat es noch vielleicht. Und es gab zwei Leute, die meinten, die wollten bei seine Twitter-Handle einbrechen, weil es würde Spaß machen, so ein kurzes Twitter-Handle zu haben. Und dazu sind sie bei seinem Apple-Konto eingebrochen, bei seinem Google-Konto eingebrochen und dann eventuell haben die dann auch seinen Twitter-Handle übernommen. Aber der hatte nachher bemerkt, dass die hätten dann auf seine Girokonto eingreifen können oder die hätten dann E-Mail auf seine Freunde schreiben können und dann dort, um dort was Blödes zu machen. Und noch wichtiger für ihn ist, die wollten bloß einbrechen, aber dann hat einer entschieden, einfach seine Datei zu löschen bei Apple. Und der hat es bemerkt, als plötzlich seine Geräte leer wurde. So, das heißt, wenn die dann bei Apple die Datei auf dem Server gelöscht haben, hat es dann auch auf seine ganzen Geräte, so seine Handy, sein Tablet, sein Laptop. Einige waren nicht angeschaltet und dadurch hat er nicht alles verloren, aber das hätte der passieren können. So, der hätte die ganze Bilder von seinem Kind verlieren können, weil der das alles bei einem Wolkenanbieter gehabt hat. So. Und wie viele Dateien haben die? Wie meine, in Europa ist es jetzt besser durch die GDPR, aber als ich das Vortrag auf Englisch bei Ohio Linux Fest in 2019 gemacht habe, so vor 2 Monaten vor der Pandemie, habe ich dann einen Podcast zugehört und die meinten, dass 90% aller bekannten Dateien wurden in den letzten 2 Jahren gesammelt. So, das heißt, in 2019, so vor 2 Jahren, wurde 90%. Jetzt ist mehr. Aber das heißt, wir von unseren Handys, von alles, was wir mittragen, unsere Autos jetzt, kriegen die dann immer noch mehr Datei. Und das ist nicht mal um die verschiedenen Social Networks und alles. Ja. So, es gibt viele Dateien um uns und die wissen mehr um uns wie uns. Okay. So, für die Privatsphäre und Sicherheit, das erste ist Patching. Und nur von vertraulichen Softwarequellen. Nicht einfach irgendwelche Webseiten, oh, die haben das. Nein, nein. Wir haben Linux-Distros und da können wir dann unsere Packages da bekommen. So. Ich spreche von Sicherheit und Verschlüsselung und ich wollte ein Beispiel geben. So,
ein gutes Beispiel, ein passendes Beispiel, ist so eine Postkarte. Wenn man eine Postkarte durch die Post schickt, kann jeder, der das sieht, das auch sehen, was für ein Bild da ist und auch was auf der Hinterseite geschrieben wurde, an wem und von wem und sowas und welche Nachricht wir geschickt haben. Wenn ich das verschlüsseln will, da brauche ich einen Briefumschlag. Und ich kann das in den Briefumschlag stecken und schließen und jetzt durch die Post schicken und kann keiner das lesen. Ja? Man kann das mit solchen Sachen. Aber das ist ein Beispiel. Aber wenn ich das gemacht habe, weiß man nicht, welche Datei drin ist. So, ich habe die Postkarten gewechselt. Die sind beide Pepper and Carrot. Das ist das Neueste. So. Das ist ein kurzes Beispiel für Verschlüsselung. Wenn man seine Datei verschlüsselt auf dem Netz und auch auf dem Rechner, ist es schwer für andere Leute, das zu lesen. Also, wann soll man Verschlüsselung benutzen? Immer, jedes Mal. So, wenn ich dann irgendwas mache, ich verwende so oft wie ich kann SSH oder HTTPS und für TLS auf dem Webbrowser. Es gibt den HTTPS Everywhere von AFF. Das wird man bei Firefox nicht mehr so nötig, denn Firefox hat viele von dieses eingebaut. Für die neue, so in den letzten so 3 oder 4 Monate hat Firefox das eingebaut. Aber bis dann, tut mir leid, es ist 1 Uhr morgen hier, so ein bisschen spät für die Familie. Also, was soll man verschlüsseln? Bescheinigungen, persönliche Infos, so Name, Anschrift, Telefonnummer, Schuhgröße, alles, was man als privat hält. Ja, so die Bilder von den Kindern. Ja. Und dann, was ist Passwortüberschneidung? Passwortüberschneidung ist, wenn wir das gleiche Passwort bei vielen Webseitenbenutzen und wenn es dann irgendwo eingebrochen wird, zum Beispiel wieder bei LinkedIn, und die können dann das Passwort von LinkedIn bei deinem Bankkonto oder bei deiner Social Netzwerk oder bei Mastodon einbrechen. So, man soll immer verschiedene Passworte benutzen, das ein Passwort nie wieder benutzen. Nicht bei der gleichen Wolkendienstanbieter und nicht bei anderen Wolkendienstanbieter und nicht mal bei Password Manager und sowas, ja. Und Bescheinigungen sind für Zugang. Mit unseren Bescheinigungen kann man Zugang auf einem Konto bekommen und dadurch an die Datei Zugriff haben. Das ist eher für die Englischsprechende ein Problem, Credentials zu verstehen. Ja? So, bist du? So, für Bescheinigungen haben wir Benutzername, oft ein E-Mail-Anschrift, Passwort. Es gibt auch Sicherheitsfragen und Antworten, Multifaktor-Authentifizierung und auch Körperteile. Wir können jetzt heutzutage was mit unserem Körper machen, ein bisschen. Kein Cloud und WTFS, das ist gut. Also, ich sage, man soll einzigartige Bescheinigungen bei jeder Seite benutzen, bei jeder Webseite, aber nicht nur das Passwort anders haben, jeder Teil. So, wenn man eine Benutzername als E-Mail-Anschrift hat, soll man verschiedene E-Mail-Anschriften benutzen. Wir kommen dazu. So, jeder Teil soll anders sein. Es gibt gewisse Einschränkungen, wir kommen auch dazu. So. Zuerst soll ich sagen, was ist ein Random String, zufallsbedingte Zeichenkette? So, das ist ein unerkennbarer Zeichensalat. Ich habe ein Beispiel da unten. So, je längere und zufälliger Ketten, desto besser. Benutzer alphabetische Buchstaben, Nummern, Satzzeichen. Und das ist das Problem. Bei manchen Webseiten kann man Satzzeichen nicht benutzen und nicht alle Satzzeichen benutzen. Zum Beispiel bei welchen kann man eine Klammeralphabet benutzen. So ist es. Achte auf gleich aussehende Zeichen, falls,
falls man es durch Tippen oder aussprechen muss. Unterstreichen und Ergänzungsstrich sind auch sehr schwer zu unterscheiden. Und ein Leertastentabulator. Das in einer Webwelt, die sind unbedingt ein bisschen schwer. Wie ich meine, da gibt es ein Kettenbeispiel. Also, wir können auch heutzutage Passsätze, so Wortsalat, benutzen. So, das ist eine unsinnige Wortsequenz. Und das ist wichtig, dass es unsinnig ist. Es soll keine Zeile von Lieblingsgedicht sein oder von einem Buch oder von einem Lied oder von irgendwelchen Filmen. Wenn andere Leute das erkennen können, kann auch die Hackerprogramme das erkennen und benutzen. So, es muss unsinnig sein und nicht ein richtiger Satz. Je längere und zufälliger Wortketten, desto besser, genau wie bei Random Strings. Und ich finde, es ist gut, wenn man kann, und in Europa kann man das normalerweise, Worte aus mehreren Sprachen benutzen. Und auch bei Deutsch können wir Deklination und Konjugation benutzen. Und dann können wir dann Großbuchstaben im Wort so anders als nur am Anfang Nomen sowas. Wir können es woanders im Wort benutzen. Und dann zufällige Satzzeichen rein auch. Hier gibt es ein Beispiel zur Publish Lecce verfährt Singing Liberté. Wenn wir dann Satzzeichen drin stellen könnten, so ein Punkt jeder bei jeder oder Doppelpunkt oder Punkt, dann Doppelpunkt und dann Klammer Affe und sowas. Es gibt ein sehr bekanntes XKCD-Beispiel, Correct Battery Horse Staple. Wir kommen auch zum Bild dazu. Also, aber man zieht das alles an und sagt, aber Hans, es ist viel zu viel auswendig zu lernen und nicht mal so interessant wie Kerner Debuglogs. Aber glücklicherweise können wir Kerner Debuglogs auf Deutsch bekommen, dank SUSE. So. Dafür brauchen wir einen Passwortmanager oder können wir einen Passwortmanager benutzen. Es gibt andere Weise. Ich empfehle Passwortmanager. Wir können die Bescheinigungsinfos sicher speichern in einem Passwortmanager und die sind sehr einfach zu benutzen. So, ich empfehle die folgenden Anforderungen für Passwortmanager. Erstens freie Software. Wenn es nicht freie Software ist, können wir es nicht wirklich vertrauen. Und wenn wir es nicht wirklich vertrauen können, können wir nichts. Wir haben kein Vertrauen, dass es sicher ist. Ja? Es soll verborgene Passworte zeigen können. So, das heißt Stern, Stern, Stern anstatt Hunter 2 für die Leute, die Hunter 2 erkennen, so den Witz erkennen. Das soll lokal verschlüsselt sein. Das heißt, die Passwörter und die Dateien müssen dann auf deinen Rechner verschlüsselt werden, anstatt irgendwo auf dem Netz. Und dann später vielleicht auf dem Netz kommen. Das ist so, aber es muss zuerst verschlüsselt sein und man soll es nur von dem Rechner unverschlüsselt machen können. Auf deine eigenen Geräte, so Rechner, Handy, sowas. Ja, okay. Operating System unabhängige Dateien, da kann man das wenn ich das bei Linux erzeuge, so bei Debian erzeuge, kann ich das bei Red Hat benutzen, aber kann ich auch auf Android benutzen. Wenn ich muss, kann ich das auf Mac oder was weiß ich, BSD auch benutzen. Dateien Freisetzung, das heißt, dass ich die Dateien aus dem Password Manager bekommen kann. Es ist meine Datei, ja, so das soll ich Punkt machen können, aber das andere ist, wenn es einen Sicherheitslück bei dem Passwortmanager gibt, will ich das vielleicht auf eine andere einspielen. Oder wenn ich das einfach, ich finde es jetzt langweilig, ich will etwas anderes probieren, ich will meine Dateien exportieren können und dann woanders einportieren. Und dann Zwischenspeicher automatisch löschen, das ist ein Clipboard. Ja? Wenn ich die Passwort auf dem Clipboard habe, will ich, dass es nicht wochenlang da ist, dass ich dann irgendwann vergesse, was da ist und das irgendwie bei IAC paste oder irgendwas. So, normalerweise beim Passwortmanager wird der Zwischenspeicher innerhalb von einer Minute gelöscht.
Und es soll auch einfache Kopieren einfügen geben. Das, ich will das nicht alles tippen müssen. Ich will das einfach Cut and Paste machen. Und ein konfigurierbarer Passwort-Generator, so in dem Beispiel, wie ich, das ich früher gegeben habe, wo ich dann kein Klammer auf benutzen kann, ich würde gerne andere Satzzeichen benutzen. Und ich finde es, man braucht Notizen für die Konto machen zu können. Zum Beispiel zu sagen, hey, bei dieser können wir keine Klammer auf benutzen. Also, Passwort-Manager-Bonusrunde. Die sind auch Empfehlungen von mir, aber die sind nicht so strikt gebraucht. So, lesbare und sprechbare Passwort-Erstellung, wir kommen dazu. Zufallsbedingte Wortgeneration, so diese Zufallswörter habe ich gesagt, wenn man das Diceware machen kann. Aber man kann es woanders machen und dann bei der Passwort-Manager speichern. Sprachhinweise. Wenn man eine Zufallskette hat, kann das so etwa aussprechbar sein. Wir kommen dazu. Sprachhinweise im Passwortmanager kann helfen. Und dann zufallsbedingte Zeichenkettengenerator immer zugreifbar. Das heißt, ich will es nicht nur beim Passwort haben, ich will es auch woanders haben. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei KeePass XC. Wir kommen dazu, aber KeePass X hat es nicht. Und dann Daten exportieren mit Sync. Das heißt, auf meinem Handy brauche ich nicht alle meine Passwörter gespeichert zu haben. Ich brauche eigentlich bloß 5 oder 10 Passwörter dort zu haben. Ich will dann ein Handy-Datei machen können. Und dann, wenn ich dann das Passwort ändere, würde ich das gerne einfach sinken, einfach anstatt ein neuer Passwort-File machen zu müssen. Oder wenigstens ein Skript zu haben, zu sagen, diese 10 Passwörter kommen hin. So, meine Empfehlung. Ich habe schon KeePass XA und KeePass X erwähnt. So, KeePass X wurde vor 10 oder 15 Jahren gemacht. Es war eigentlich ein Unix-Port. Oder neu, ich glaube, es war neu gemacht, aber es war eine Kopie von KeePass, das für Windows war. Und KeePass war freie Software und KeePass X ist freie Software. Es wurde aber nur von einer kleinen Gruppe bearbeitet und es war ein bisschen langsam, um Änderungen zu bekommen. So, und da hat dann eine große Gruppe KeePass XA gemacht. Und soweit ich weiß, die KeePass XA und die KeePass X, die sind alle freundliche Leute, die kommen zusammen. Es gibt kein Drama da. Es ist nur bei KeePass XA haben wir mehr Fähigkeit als jetzt bei KeePass X. Zum Beispiel, dass man das Random String überall im KeePass XA machen kann. Nicht nur bei Passwort, bei der Passwortfeld. Wenn man ein webbasiertes System benutzen muss oder will, kann man es bei Nextcloud machen. Die haben eigentlich 3 Passwort-Managers dort. Die sind nicht alle so gut wie andere, aber die funktionieren schon. Es gibt auch Bitwarden und ich habe früher Bitwarden ein bisschen höher gemacht, aber ich habe die Lizenz nachgesehen und es ist eher Open Core als Open Source. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob das wirklich zu benutzen ist. Android, ich benutze KeePass Droid, aber es gibt viele andere bei F-Droid. Und dann auf anderen Betriebssystemen kann man KeePass benutzen. So, wie meine KeePass XA auf Unix-basierte System oder so Linux, BSD und sowas und dann KeePass auf andere Rechner und Laptops. So, wenn man aber ein Passwort-Manager benutzt, das heißt, dass es wirklich gibt ein Passwort, um alle anderen zu schützen. So, wenn man das Passwort für das Passwort-Manager bekommt, kann man an alle Passwörter kommen, wenn man auch die Datei hat. Man muss beides haben, ja. Ich benutze eigentlich mehrere Passwort-Managers, mehrere Dateien. Ich habe eine für die Arbeit, ich habe eine für meine Privatsachen, ich habe eine für meine Familie. So man kann es ein bisschen trennen, wenn man will, aber sowieso, wenn man die Datei und das Passwort für eine Datei bekommt, kann man alle Passwörter in der Datei auch bekommen. So, daher ist es wichtig,
keep it secret, keep it safe. So man muss ein gutes Passwort für das Passwortmanager haben und nicht auf dem Arm tätowieren oder irgendwas. Man muss es wirklich sicher behalten. Und da kommen wir dann zum Password Manager, dieser Correct Horse Battery Staple von XKCD. Ich nehme die Zeit nicht, um das Ganze zu lesen. Es ist 9:36, wenn man es nachgucken hat, will und es nie gelesen hat. Und es gibt auch ein XKCD Explained Webseite und da haben die so eine längere Artikel um dieses Cartoon gemacht, um das besser zu erklären. So, aussprechende sprachbare Zeichenketten. So, diese nutzbar fürs Telefonieren, wenn man irgendwas zum Beispiel bei Sicherheitsfragen und Antworten, muss man das vielleicht auf dem Telefon benutzen. Und es ist einfacher, wenn man es aussprechen kann. Da kommt ein Wortsalat. Ja, das ist einfacher, wenn es einfach 6 verschiedene Worte ist, dass man einfach so sagen kann, ja, man klingt wie in ein James Bond Film, aber das soll, ja. Acht auf der gleich aussehende Zeichen, wenn man das wirklich dann Zeichen für Zeichen sagen muss. Und hier sind die Sprachhinweise behilflich. So, wer, et, bjev, of, age, mu. Das, ja, klingt immerhin ein bisschen komisch, aber das ist ein bisschen schneller wie w, e, l, e, c, d, y, it, i, v, w wie Whisky, e wie Echo, r wie Romeo, e wie Echo. Ja, das ist ein bisschen schneller, wenn man das machen kann. So, wie ich früher gesagt habe, Authentifikation stellt sicher, dass du bist, dass du Erlaubnis auf diese Datei oder diesen Dienst hat. Es gibt 3 Weisen, um das zu beweisen, also 3 Arten. So, was weißt du, wie Benutzername, Passwort, PIN und sowas? Was hast du? So ein Ausweis, Handy, irgendwelche Token, das kann man auch, dass man bei sich hat. Und was bist du? Fingerabdrücke, DNA, Gesichtserkennung. ich habe Angst davon. So reclaimyourface.eu, das ist wichtig für die Leute, die in Europa wohnen. Es gibt auch eine 4. Art und das ist Token. Das ist wie Browser-Cookies. Wie auch von einer Webbrowser, aber auch Handy-Device-ID. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das in Europa ist, aber in den USA machen Handy-Anbieter oder die Telefonfirmen eine Device-ID, das man nicht sehen kann. So als Kunde kann ich das nicht sehen und ich kann das nicht ändern. Und das ist Verizon, das ist das Schlimmste hier. Aber das ist eine Art Tracking, genau auf deinem Konto für jede Webseite, was man von der Handy besucht. So. Also, Benutzername. Womöglich zufällige Zeichenketten benutzen. So, bei der Bank oder meiner Wasserfirma hier oder was weiß ich, bei Einkaufen, die brauchen nicht meinen Namen als Benutzername zu haben. Ich kann dann einfach Zeichensalat benutzen. So Eddie It J zum Beispiel. Die sind aber für bestimmte Sachen, zum Beispiel bei Social Network, nicht geeignet. Und das ist wie meine für das Benutzername. So bei der Bank muss ich wahrscheinlich meine echte, so staatserkennbare Name dort bei der Bank angeben, aber ich muss nicht unbedingt das für einen Benutzername benutzen. Ja. Bei Social Network aber will man, dass andere Leute dich finden können und keiner kennt mich als Eddie It J. Vielleicht die Leute, die das in den letzten 20 Jahren meine Präsentation gesehen haben, aber sonst nicht. So ist es besser, dass ich benutze das, was andere Leute kennen. So Hans oder Flux Advocate benutze ich bei Mastodon zum Beispiel. So E-Mail-Anschrift.
Und man kann verschiedene E-Mail-Anschriften von einem E-Mail-Anschrift bekommen, je nachdem für die Dienstanbieter. Also Gmail benutze ich als Beispiel, weil es sehr bekannt ist. Aber guck mal nach Subaddressing, bei wem man E-Mail hat. Und wenn man seine eigene E-Mail hat, Service hat, kann das man bei Axiom und Postfix und alle anderen auch konfigurieren. So, bei Gmail, die benutzen ein Plus, um zu zeigen, dass das nächste kommt, das Subaddressing. Und das heißt, so, es gibt Benutzername plus irgendwelches und dann Klammer A für gmail.com. Ja? Und das alles, was nach dem Plus kommt, ein Plus, und was nach bis zur Klammer Alpha, wird ignoriert für Delivery. Das heißt, wenn ich das E-Mail jetzt schreiben würde, derjenige, der Benutzername bei gmail.com als E-Mail-Anschrift hat, würde das bekommen, obwohl es das Plus Random String da gibt. Ja? Und hier ist ein Beispiel. Empfehle so irgendwelche zufällig falls Ketten, Zeichenkette, nach dem Plus und dann ein Stück oder irgendwelche andere Token, das erlaubt wird, und dann irgendwas, das man lesen kann. So, ich kann dann diese anschauen. Ich brauche das 3QKRL nicht zu wissen. Ich kann da sehen, okay, das ist mein eBay-Konto. Ja? Und das wie bei der Benutzername ist das nicht so nützlich bei Social Media, wenn das Social Media erlaubt, eine E-Mail-Anschrift als Beweis, dass man jemandem anderes kennt, zu benutzen. Aber vielleicht bei der Benachrichtigung zu bekommen, kann man das machen. Also. Und so. Wie meine zufällige E-Mail-Anschrift bei jedem Dienstanbieter und das Beispiel, das ich vorgegeben habe mit dem eBay, ich habe dann schon beschrieben die drei verschiedenen Teile da. Wenn man das benutzt, aber kann man das auch für E-Mail-Filter benutzen. Das heißt, wenn ich dann E-Mail von eBay bekomme und es nicht auf diese Anschrift kommt, oder meine wahre eBay-Anschrift kommt, dann weiß ich, dass es nicht von eBay ist. So zum Beispiel auf meiner Linux-Gruppe hier habe ich dann ständig für Jahre lang, nicht mehr, aber für Jahre habe ich dann ständige eBay-E-Mails auf meiner Mailingliste E-Mail-Anschrift bekommen. Da habe ich kein eBay-Konto von meiner Mailinglist gemacht. So ich konnte schon das filtern und das nicht mehr sein. Ich kriege es immer noch, vielleicht diese Mails, aber es ist jetzt filtert und ich habe schon ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Und so das ist kein einfacher sein für Spam-Erkennung. Und das andere ist, wenn ich dann plötzlich viel Spam bei dieser eBay-Anschrift bekomme, kann ich das ändern oder vielleicht einfach sagen, okay, ich will kein mehr bei eBay, weil die meine E-Mail-Anschrift verkauft haben. Das mag eBay wahrscheinlich nicht, aber andere Firmen schon. Okay, so Browser-Cookies. Dritte Partei-Cookies verfolgen uns auf mehrere Domänen. Als die Cookies zuerst gemacht haben, haben meine Freunde gesagt, das können die nicht. Ja, warte mal. Ja. Es gibt jetzt überall. Wenn man das wirklich betragen will, kann man Lightbeam 3.0 Add-on benutzen. Das wurde zuerst von Mozilla gemacht und die haben das nicht mehr die machen es nicht mehr, aber da hat eine Praktikantin aus Berlin das übernommen und jetzt Lightbeam 3.0 gemacht. Und da kann man sehen, welche Cookies und andere Verbindungen von einer Seite auf eine andere Seite da sind. Ich empfehle U-Matrix. Das Problem ist aber, U-Matrix wird auch nicht mehr programmiert. So der hat es gesagt, der macht uBlock Origin. Der hat dann alle beide gemacht und er meinte, der macht nichts weiter mit uMatrix und will nur mit uBlock Origin machen. Und ich bin nicht gut genug mit JavaScript, um selber uMatrix zu benutzen oder zu entwickeln. Sonst würde ich das machen. Vielleicht werde ich das doch lernen, denn uMatrix liebe ich.
Und für die Leute, die früher NoScript benutzt haben, U-Matrix ist wie NoScript, aber viel besser. Und ich habe dann NoScript für 10 Jahre lang gebraucht. So. ID, also Sicherheitsfragen und Antworten. Das Wichtigste dabei für Sicherheitsfragen und Antworten ist Lüge. Einfach. Die brauchen nicht die wahre Information zu haben. Die brauchen nicht zu wissen, wer die Nachbar von deiner Oma ist. Es ist die Firma völlig egal. Die brauchen das nicht zu wissen. Aber ich will eine kurze Erinnerung machen. Ich bin nicht dein Rechtsanwalt. So, in den USA dürfen wir schon lügen. Das braucht wahnsinnig sein. Okay? Auch zum Teil bei Geburtsdatum. Ja? Das können wir bei einer Bank nicht, aber bei einem Restaurant oder Lebensmittelfirma schon. In der EU bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, es ist schon okay. Aber setz dich in Verbindung, wenn du irgendwelche Fragen hast. Mit deinem Rechtsanwalt, nicht mit mir. So. So, bei Sicherheitsfragen antworten, wieder zufällige Antworten, wenn man das kann, zufällige Wortsalat als Fragen. Da sei nett, bitte. Wenn es als eine Frage von anderen Leuten gestellt werden muss, so auf dem Telefon, die verdienen nicht viel, die Leute, die diese Stellen machen. Also mach es einfach für die, bitte. Aussprechbar Wort und Zeichenketten wieder. So, Multifaktor-Authentifizierung, MFA. Es gibt verschiedene Weise, das zu machen. Ich empfehle Time-Based Tokens, wir kommen dazu. Zeitbasierte Tokens, Time-Based Tokens, die kann man als ein Hardware-Token haben oder auf dem Handy oder was weiß ich. Es gibt verschiedene Weisen, das zu machen. Aber braucht die Firma deine Telefonnummer nicht und man braucht eigentlich keinen Internetanschluss zu haben. Und das klingt komisch, dass ich dann keinen Internetanschluss brauche. Aber doch, ich wohne in Arizona und es gibt viele Orte, wo wir dann keine Verbindung zum Internet haben oder dass es ganz gering ist und es ist besser, wenn ich dann das Token ohne Internetverbindung benutzen kann oder zum Beispiel Hotel, wo ich eine Verbindung für meinen Laptop habe, aber nicht für mein Handy. Ja? Und das ist wie meine Meinung-Empfehlung. HOTP, das kann man jede Ziffer nur einmal benutzen, das vertraue ich nicht einfach. Ich vertraue nicht, dass ich das gut genug tippen kann. Also, bei SMS, da braucht die Firma deine Handynummer. Es kann auch Man in the Middle, weil SMS ist nicht sicher. Und wenn man sein Handy verliert oder es gestohlen wird, dann haben die dann auch das SMS. Push-Benachrichtigungen ist ähnlich und dann Anrufer, die sind auch nicht sicher, Man in the Middle, verlorene Handy und alles da. So. E-Mail, das ist etwa wie SMS, aber lieber Spam als Verkaufsanrufer. Und da hat man es in Europa vielleicht nicht so schlimm wie hier, aber 90% von meinen Anrufer sind scam-likely. Und Körperteile, bis wir Cyborgs werden, wie bei den Blender-Filmen, ist es schwer, die Körperteile zu ändern. So wenn die dann meine Fingerabdrücke irgendwie bekommen haben, was mache ich? Das ist hier in Arizona, es ist nicht so schlimm, nach Mexiko zu kommen und neue Fingerabdrücke zu bekommen, aber es ist teuer, ungefährlich und es tut weh. So, bitte nicht. Und dann bei Geburtsdatum, wenn möglich, lüge, so wie bei der Bank wahrscheinlich, kannst du es nicht. Und die brauchen es nicht. Aber bei manchen Firmen, die sagen, die wollen unbedingt irgendwelche Geburtstag haben. In Europa ist es nicht so schlimm, sicher nicht so schlimm wie in den USA, aber die machen das hier leider zu viel. Und das machen die jetzt bei Facebook und alles. Es ist besser, einfach Facebook nicht zu benutzen, aber das
So hier ist ein One-Liner für ein zufälliges Datum zu bekommen. Und kurz, bis vor etwa 10 Jahren konnte man 31. Februar fast überall benutzen, aber nicht mehr. Und dann Backups. Wir haben schon einen Chat um Backups gehabt. Und da soll man regelmäßige Backups machen, Offsite Backups, aber Zika, sei vorsichtig, denn Clouds are forever. Datenwolkenanbieter sind für immer. So bei einer Firma, sagen wir Dropbox, wenn man das Datei löscht, kann man bis zu 2 Wochen die Datei wiederbekommen. Das heißt, es wurde nicht wirklich gelöscht, wenn man das wiederbekommen kann. Ja? Und Dropbox kann es bis 6 Wochen danach auch wiederbekommen. So, das heißt, wenn es gelöscht würde und es 2 Wochen war und du kannst keinen Zugriff auf deine Datei bekommen, die können noch Zugriff auf deine Datei bekommen. So, wenn dein Passwort irgendwie für das Passwort Manager irgendwie auf dem Netz gekommen ist oder du hast nicht aufgepasst und das doch auf der Schulter tätowiert, dann können andere Leute das Tätowieren anschauen und die haben noch 2 Wochen oder 6 Wochen, um deinen Passwortmanager aufzumachen. So es ist, sei vorsichtig, das auch auf dem Datenwolken-Cloud zu speichern. Also. Und nicht vergessen, eindeutige Bescheinigungsinfos für jeden Dienstanbieter benutzen, bitte. Okay. Und, okay. Ich soll dann mitten in der Nacht Vorträge machen. Ich bin ein bisschen schnell durchgekommen. Wir haben nur ein extra paar Minuten, aber das haben wir. So, man kann mich auf Mastodon oder IRC erreichen. So, ich wollte ein bisschen ein paar Quellen zeigen. Das Passwort Manager einfach erklärt von Alexander Lehmann habe ich dann eigentlich vorgestern auf PeerTube gefunden. Das war gut. Und dann, ich habe nicht um Nextcloud Video Verification gesprochen, aber das ist auch interessant. Und das ist, wie ich meine, das XKCD Explained. Ja, okay, das habe ich. Und bei Wikipedia gibt es Subaddressing. Right. Links auf Team. Glossary. Wo man die Software bekommen kann. Wo ich das alles bekommen habe. Man kann den Vortrag nachher bekommen. Ich komme dann später wieder zum Slide, wo man es sehen kann, weil es hier unten nichts ganz lesbar ist. Aber weil ich dann die 2 Minuten habe oder jetzt 1 Minute habe, will ich dann auch um Data Escrow besprechen. Und das ist ein Passwort Manager für Passwort speichern, Bescheinigungsinfos speichern. Aber das ist ein sicherer, verschlüsseltes Akt, Datei. Ja, so man kann alle Infos drin stellen und auch andere Datei hoch in den Passwort Manager laden. Ja, so das heißt, ich habe dann ein Auto gekauft, ich habe einen Vertrag für den Autokauf und auch für den Lohn von der Bank und ich kann die Verträge dann in dem Passwort Manager einspielen oder einlesen und da dort speichern und dann, wenn irgendwas passiert oder ich habe eigentlich was vergessen, da kann ich meinen Passwort Manager aufmachen und da habe ich meine Datei. Ich kann es auch dann meiner Frau zeigen, wie sie dann reinkommen kann, wenn irgendwas schief geht und ich bin nicht mehr da, dann hat sie die ganze Datei, was sie dann dafür für die Zeit braucht, wo ich dann nicht mehr antworten kann. So, man kann das Passwort Manager, ich empfehle eine andere Datei, nicht das Datei mit dem Passwort, so ein Escrow-Datei zu machen für die Familie,
wie ich gesagt habe, der Siegmacher. Und dann kann man die ganze Infos, dass die Familie braucht, und Documents und sowas von Firmen, Banken und sowas. Und ich glaube, das war Tipps. Ja, die Sachen der Benutzer. Und wie der XKCD eben mit dem Tech Support der Fastlane. Und bei Freier Software Conferences kann man viel lernen. Und lokale Benutzergruppen. Und lass mich wieder auf meine Webseite kommen. Wo habe ich das? Ja. Auf der weiteren Infos, auf diese Talks. Und das ist ein CR-Code für diese URL bei lufthansa.com. Also, ich versuche jetzt zu lesen. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, kann man es mit mir sprechen oder ich kann einfach den Chat lesen. Sync Thing ist ein bekannter Sync-Programm. Ich habe das früher benutzt und es hat leider ein Bug gehabt und es wurde dann 100% auf dem Handy benutzen und meine Batterie innerhalb von ein paar Stunden leeren. Und es war auch heiß. Und ich wohne schon in der Wüste. Ich brauche nicht heiße Geräte in der Tasche zu haben. Ich habe ja irgendwo hier irgendwas auch mit dem Fingerprint Reader. Ich vertraue es nicht. So, ich benutze die selber nicht. Für Teams, ja, Passwort Managers kann es vereinfachen, unbedingt wenn man die Passworte teilen muss. Für privat ist es schon ein bisschen Arbeit, das zu machen, aber ich denke auch, ich habe dann in meinem Passwort Manager hunderte Kontos und das konnte ich in keiner anderen Weise wirklich machen. Die ganze Infos, dass ich im Kopf behalten muss oder einfach in einer Datei stellen muss. Und das habe ich früher gemacht, bevor ich KeePass XRX gefunden habe, habe ich dann einfach eine GPG-Datei gehabt. Und KeePass X war wirklich einfacher. Wenn man es nicht auf einer lokalen Akte haben oder Datei haben will, kann man es mit Nextcloud oder Bitwarden oder 1Password und sowas, die sind auch gute Dienste. Es ist nur nicht freie Software, so ich vertraue es nicht. Aber für die Arbeit habe ich schon 1Password und wie heißt das andere? 1Pass und das andere ist der bekannteste. Habe ich die auch für die Arbeit benutzt. Also die funktionieren schon. Master Password App. Ich kenne das, aber ich vergesse, was es ist. So, für die Leute, die was anderes probieren wollen, gucken mal das Master Pass App an. Ja, Tobias, das ist, wie ich meine, ich habe das früher gemacht in Textdatei. Dann kann man Grep benutzen, das ist einfacher. So. Ja, so Johnny, genau, das habe ich früher, bevor ich dann KeePass entdeckt habe ich dann einfach in GPG verschlüsselte Datei benutzt und dann auf Grep. Ja, das ist gut. Das habe ich vergessen. Das ist auf Englisch, nicht auf Deutsch, aber auf Englisch gibt es ein Serious Privacy Podcast. Und es ist eigentlich eine Rechtsanwaltin hier in Arizona, aber auch ein Rechtsanwalt in der Niederland. Und die haben dann viele Podcast-Episodes um GDPR und andere Privatsphäre für Europa und auch für die USA.
Facebook per IP-Tables sperren, das ist gut. So. Wenn man ein Passwort jedes Mal neu generiert, wie kann man das wieder einloggen? So. Und ich habe vergessen zu sagen, so das Link für das Talks, Präsentation ist noch nicht da, aber es kommt heute Nacht für mich vielleicht oder morgen spätestens. Und es gibt es schon auf Englisch und ich glaube auf Deutsch. Ich glaube, das habe ich auch bei Kieler, nein, bei Kieler, bei CLT gemacht. So, es gibt eine frühere Version da. Ja, Fingerabdrücke lassen sich einfach fälschen. Das haben wir in jeder Krimi gesehen. Ja? YubiKeys, ich habe noch nicht was mit YubiKeys benutzt. Ich kenne Leute, die aber sich besser mit Sicherheit wie ich kennen und die empfehlen YubiKeys. So, ich kann durch meine Freunde YubiKeys empfehlen, aber ich habe bis jetzt selber keine Erfahrung. Das wollte ich eigentlich vor dem Konferenz jetzt YubiKeys bestellen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Seit Jahren habe ich es einfach nie, es war nie wichtig genug, um zu machen. Yes, Serious Privacy, es ist Serious Privacy. Von wie heißt sie? Irgendwas TrustArc, glaube ich, ist die Firma, wo die arbeiten. Okay. Unit mit Reclaim ID in Gesuku Shares. Ich glaube, ich kenne ja Reclaim ID. Oh. Da muss ich das. So, Tobias empfiehlt, oder der meinte, er arbeitet jetzt mit GNUnet, Reclaim ID und SecuShare. Ich glaube, ich kenne Reclaim ID, aber das ist die andere Net. So. Gibt es noch weitere Fragen oder Empfehlungen? So, okay. In 10 Minuten geht es wieder los mit Frühstück. Da habt ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, etwa eine Stunde für Frühstückspause, obwohl es gibt auch ein Workshop, Einsteig ins digitalen Zeichen und Malen mit Krita. Oh, ist gut. Und dann später geht es mit dem Verträge los. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Linux-Tag. Ich bin vielleicht noch eine Stunde oder 2 Stunden da, aber da muss ich schlafen. Wie ich meine, es ist jetzt fast 2 Uhr morgens bei mir. So, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und es hat viel Spaß gemacht, mitzumachen. Tschüssle.